Willkommen, verehrte Zuschauer, zu den Norddeutschen Prellbar-Meisterschaften der Jugend 2012 in Sottrum. Die besten 27 Mannschaften des Nordens spielen hier den Meister aus. In der Altersklasse 11 bis 14 Jahren halten wir unser Augenmerk auf den Prellbar-Nachwuchs Werder Bremens. Trainiert und betreut von den alten Prellbar-Füchsen Kurt Godehus und Jürgen Sterzig. Der ehemalige Nationalspieler zum Stand der Dinge beim diesjährigen Turnier. Einmal zeichnet sie aus, dass sie in der Serie nicht gezeigt hat, dass sie sich steigern kann. In den Punktspielen war das nicht, waren sie stehen geblieben. Gestern ist das fortgeschrieben worden und heute im Vorkreuzspiel gegen Fegesack sind sie über sich hinausgewachsen, haben die Flüchtigkeitsfehler überwiegend liegen lassen und sind von Beginn an eigentlich die dominierende Mannschaft gewesen. Jawohl, die Grün-Weißen stehen im Halbfinale. Gegner ist der Fegesacker TV. Betreuer Kurt Godehus kennt die Nordbremer. Viel gesagt, ist eine relativ junge Mannschaft, die ein anderes Spielsystem spielt als unsere. Wir spielen 3-1, die spielen vorne eine Viererkette. Das heißt also, da sind nicht ganz so viele Löcher wie in einer Dreierkette. Und ansonsten ist viel gesagt eigentlich von der körperlichen Konsistenz her nicht so wie unsere. Also es zeichnet sich aus, ein unheimlicher Kampfgeist und auch der Wille, Werder mal zu besiegen. Noch ein kurzes Warmspielen, dann folgt die Einschwörung auf den wichtigen Kampf. Ich bin fit. So, jetzt geht es darum, ins Finale einzuziehen. Wenn ihr das gewinnt, seid ihr bei den deutschen Meisterschaften dabei. Und dann geht es wohl das nächste Spiel gegen Sottrop. Da denken wir jetzt nicht dran. Ihr denkt jetzt daran, dass ihr gegen Fegesack zu gewinnen habt. Wollt ihr das schaffen? Ja! Es geht los. Wir freuen uns, dass wir den ehemaligen Bundesligaspieler Jürgen Sterzig als Kommentator gewinnen konnten. Eike Dahle mit dem Aufschlag, auch Angabe genannt. Erster Punkt für Werder. Fegesack vermochte nicht, den Ball im Spielfeld zu halten. Super Annahme von Moritz Koch. Deike kommt fantastisch in den Angriff. Ein technisch gut geschlagener Ball. Zweiter Punkt für Werder. Konzentration Semrau, Schlagmann Dominik Abasi, Dahle schlägt erneut, Ball kommt zurück, Abasi hat aufgepasst, den Ball angenommen, ein eigentlich Sicherheitsball von Dahle, der glücklicherweise einen Punkt brachte. Semrau ganz konzentriert, Dahle angenommen, Semrau liegt vor und Abasi versucht den Punkt zu machen. Aber Fegesack hat gut aufgepasst. Erneuter Versuch Dahle. Fast von Erfolg gekrönt. Zweiter Versuch. Moritz Koch liegt vor. Und Fegesack mit einem Punkt. Ein Vater eines Fegesacker Jung. Man sieht, dass sowohl der erste Spieler den Ball ins gegnerische Feld, das einen Umfang von 8x8 Metern hat, zurückbringen kann. Spitzenmannschaften versuchen stets über den dritten Mann den Ball ins gegnerische Spielfeld zu schlagen, und zwar so wie beim Volleyball, dass der Ball möglichst nicht zurückkommt. Erfolgreiche Angabe von Eike Dahle. Und wie gesagt, bringt diesen Ball nicht unter Kontrolle. Punkt für Werder. Gut.
Gute Annahme von Moritz Koch. Gut aufgepasst. Eike Dahle mit dem Versuch eines technischen Schlages. Der Lob von Dominik gelangt nicht ganz. Wunderbar aufgepasst von Moritz Koch. Und so konnte Eike Dahle vollenden. So freut sich ein Betreuer. Das Spiel geht mit 21:10 für Werder in die Halbzeit. Bei der Gelegenheit muss einfach gesagt werden, Respekt vor Fegesacker TV. Die Trainerin Inge Mahler schafft es seit Jahrzehnten, stets Jugendliche für diesen Sport zu begeistern. Fegesacker TV belegt in allen Klassen, in allen vier Klassen, Plätze mit Mannschaften. Ähnlich positiv hat sich in der Vergangenheit Mahndorf und Aumund Fegesack verhalten, die ebenfalls seit Jahrzehnten intensivst Jugendarbeit betreiben. Eine Anzeige vom Anschreiber. 13 Bälle für den SV Werder. In diesem Spiel beherrscht es Werder fantastisch, über den dritten Mann die Punkte bei Fegesack zu machen, was in der Vorrunde und auch in der Spielserie oft nicht gelang. Oft schlug schon der erste Annehmende den Ball ins gegnerische Feld, was fast eine Vorlage für den Gegner bedeutet. Ein schöner Einsatz von Moritz, leider nicht von Erfolg gekrönt. Eine der gefährlichsten Bälle direkt vor die Füße des Abwehrspielers. Man hat selten oder kaum eine Chance. Das Spiel ist beendet. An den glücklichen Gesichtern sieht man, Werder hat mit 38:24 überraschend hoch gewonnen. Ja, weil wir haben uns eben ziemlich hingeworfen und auch versucht, jeden Ball zu kriegen. Und das haben wir in den vorherigen Spielen nicht ganz so gemacht. Und da haben wir dann auch viele Fehler mehr gemacht als in diesem Spiel. Erzähl mal, ihr seid im Halbfinale durch. Was macht euch so gut in diesem Jahr? Ich denke, wir sind mehr zusammengekommen als Team. Wir haben auch natürlich trainiert, also ziemlich viel. Wir haben auch versucht, kürzere Bälle zu spielen, sodass man die Spieler auch austricksen kann. Also wir sind besser geworden. Naja, wir arbeiten halt alle als Team und wenn jemand ruft, dann hört man auch drauf. Und ja, wir sind auch alle sehr gute Freunde, sind immer, machen sehr oft was miteinander und deswegen kennen wir uns halt gut. Und ja. Leider hat sich in diesem schönen Spiel der Hauptangreifer Eike Dahle eine Verletzung an der rechten Hand zugezogen. Die rechte Hand ist leider seine Schlaghand und somit ist es eine folgenschwere Verletzung. Aber Respekt vor seiner Leistung. Er hat wirklich taktisch wunderbar gespielt und das im Alter von erst 14 Jahren. Vielen Dank, Jürgen Sterzig, für den fachkundigen Kommentar. Die Jungs sind im Endspiel um die Norddeutsche Meisterschaft. Wie sie sich gegen den amtierenden deutschen Vizemeister aus Sottrum schlagen, das sehen Sie im zweiten Teil. Hier bei Werder Sportline, Ihrem Fachfernsehen für Maulwurf-Tennis.